Hallo zusammen. Draußen saust und braust es. Wenn ihr hier so ein kleines Rauschen hört, das könnte der Wind sein, der hier an meinen Fensterläden rüttelt. Damit haben wir natürlich die allerbesten Voraussetzungen, um ein wenig Online-Skat zu spielen. Lasst uns also direkt wieder einsteigen in Skat Masters, in diese Serie, die für mich so verheißungsvoll begonnen hat. 588 Punkte nach 4 Päckchen, also ein sehr guter Start. Und jetzt bin ich genauso neugierig und so heiß wie ihr darauf zu erfahren, wie es denn hier weitergegangen ist. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, ich habe Rückenwind. Manchmal hast du so einen Lauf, wo du einfach denkst, ja, so soll die Karte einfach nur weiter marschieren, da kannst du nichts falsch machen. Jedes Päckchen, zwei gewonnene Spiele und dann noch manchmal einen von der Seite, dann spielt es sich wie von selbst. Deswegen natürlich hier mit diesem Ansatz erstmal auch wieder 24 gehalten in Mittelhand. Einer reizt den Karo 18, einer reizt den Kreuz 24. Das wäre doch gelacht, wenn ich jetzt nicht den sechsten Trumpf in Herz finden würde. Also Schnapp. Und ja, aufwachen, ankommen in der Realität, zweimal vierte Farbe, Karo König Lusche, das ist natürlich Höchststrafe. Trotzdem kein Grund, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken. Acht Augen drücken in Mittelhand, hoffen, dass das Spiel sich günstig für mich entwickelt, wenn Klein Kreuz oder Karo aus dem Drilling aufgeschlagen wird. Aber es kommt Pik und Pik ist natürlich ungünstig, den Aufschlag, den ich eigentlich nicht sehen will, denn auch der kommt natürlich wahrscheinlich aus der langen Farbe. Vermutlich Pik 10 zu dritt. Aber dann wird es sowieso schwer, denn wenn ich hier schnippel, dann werde ich wahrscheinlich im Spielverlauf die 21 Augen in Pik, Ass und 10 verlieren, wo ich in Trumpf nicht genug Stärke habe, um mal von oben hinzulangen. Deswegen hoffe ich jetzt mal auf die blanke Pik 10 und gehe rauf und das hat nicht hingehauen. So, 19 Augen liegen und jetzt bin ich natürlich offen wie ein Buch, also das wird jetzt ein ganz schwerer Gang. Sollte Pik hier doch günstig verteilt sein? Nein. Ungewöhnliche Zugfolge hier. Spieler 2 zaubert nochmal unter seiner Pik 10. Wird mir in dem Fall aber auch nichts nützen, denn natürlich kommt er jetzt mit Karo wieder ran und kann jetzt die Pik 10 spielen. Da wäre vielleicht eine kleine Chance gewesen, wenn ich Karo König Lusch im Keller hätte, jetzt hätte stechen können. Ja, aber ich glaube, auch dann wäre es so oder so kritisch gewesen. Davon ab, dass ich dann den Kreuz König noch geschleppt hätte. Hätte ich den Pik König ja immer noch in der Hand gehabt. So, Spiel ist also leider hier nicht zu gewinnen, obwohl jetzt Trumpf günstig fällt, aber das ist zu spät. Das waren zu viele Abgabestiche. Da nützt mir jetzt auch das Kreuz Ass nichts. 56 Augen und das ist natürlich erstmal ein Rückschlag. Das sind minus 80 Augen, ein teures Spiel ohne 3, Spiel 4 verloren, 8, dann nochmal die 50. Also das darf dir natürlich nicht zu oft passieren, wenn du eine sehr gute Liste spielen willst. Idealerweise verlierst du dann gar kein Spiel. Aber ich sag mal, ein verlorenes Spiel, das sollte sich meistens durch ein teures Gewinnspiel auch wieder ausgleichen lassen. Eins kannst du häufig ab. Deswegen werde ich jetzt noch nicht verzagen. Aber logischerweise brauche ich jetzt wieder Anschlussspiele, um das wieder rauszuholen, um ein wenig wieder den Anschluss zu finden an die Spitzengruppe und damit wird es natürlich nichts. Ich habe nichts in der Hand. Spieler 1 legt hier einen lupenreinen Nullouvert hin. Den können wir natürlich sofort aufgeben. Ich mache den Vorreiter, mein Partner ist auch dabei. Da können wir uns jetzt auf interessantere Spiele konzentrieren. Ja, zwei Asse habe ich in der Hand. Ein Buben ist ein ganz schlanker Ansatz, aber eigentlich höchstens für ein Karo. Da habe ich immerhin bisher schon 4 Trumpf und die 18 sind schon geboten. Also jetzt nicht überziehen, nicht dem verlorenen guten Punkten quasi noch schlechte hinterher schmeißen, sondern einmal wieder in die Gegenspielerrolle rein. Und das ist interessant hier, Karo Ass wird direkt gestochen für den Pik. Logischerweise heißt das, der Spieler hat kein Ass in der Beikarte. Er wird also noch Kreuz und Herz logischerweise dabei haben. Das heißt, da ist jetzt meine Hoffnung, über die Beikarte ihn zu schlagen, mit Herz Ass, mit Kreuz Ass und König, vielleicht eine 10 bei ihm rauszuschnippeln. Und er tritt hier auch gleich mit Herz Dame an. Das sieht natürlich so aus, als ob er sich da was hochspielen will. Interessant dann schon, dass mein Partner sogar die Herz 10 in der Hand hat. Also 13 Augen für uns. Jetzt kommt er mit Trumpf. Ich denke doch mal, oh, das ist jetzt schon überraschend. Offenbar hat der Spieler die drei unteren Buben. Überraschend insofern, dass er nicht im zweiten Stich gleich ganz
ja, im üblichen Schema Trumpf spielt, sondern erst noch in die Herzen reingreift. Okay, weiß ich jetzt auch nicht. Wollte er uns damit eher anschmieren? War der Herz blank oder doch lang? Ich kann jedenfalls hier erstmal jetzt das Trumpf Ass mitnehmen auf 28 und spiele jetzt Trumpf zurück, damit mein Partner eigentlich in Herz oder Kreuz was Kleines abschmeißen kann, um vielleicht die Karo 10 bei mir dann noch zu retten. Aber das tut er nicht, das hat er offenbar gar nicht nötig. Und jetzt bin ich natürlich mal gespannt. Ja, da muss ich jetzt natürlich auch schnibbeln. Und jetzt habe ich doch eher das Gefühl, dass der Spieler uns anschmieren wollte und in Kreuz noch in der 10 steht. Und so ist es auch. Er sticht jetzt mein Herz Ass. Jetzt bin ich mal gespannt. Ganz genau habe ich es nicht im Überblick. Es wird eine ganz enge Kiste, weil wir Kreuz 10 noch bekommen. Ja, 60 Augen. Also das Spiel ging jetzt nicht, obwohl er gut geblufft hat mit der Herz Dame. Andererseits konnte er sich dadurch nicht die Trumpfstärke aufbauen, um gegen Kreuz 2-2 die 10 zu etablieren. Also für mich ein kleines bisschen Linderung hier nochmal 40 Punkte und Spieler 1 gewinnt souverän die Liste mit 100, diesen Päckchen mit 176 Punkten. Beide Gegner hat er ins Minus gedrückt. Ja, dazu natürlich Glückwunsch an diesen Spieler, auch wenn ich es natürlich sehr ungern sehe. Also gar nicht jetzt lange verweilen, sondern ran an die Karte. Jetzt muss da ein wenig was passieren, um diesen Rückschlag wieder aufzuholen. Zum Beispiel mit solchen Karten, das ist genauso ein Ansatz, der jetzt natürlich hochgezogen wird. Karo ohne 2 sieht ja schon gar nicht so schlecht aus. Allerdings ist die Beikarte noch dünn, da können wir auf Verstärkung hoffen. Erstmal müssen wir natürlich sehen, ob wir denn bei 27 überhaupt rankommen. Und das sieht schlecht aus. Spieler 1 gibt auch Gas. Und ich sage mal so, dann disponiere ich hier noch um. Also dann will ich eben Kreuz spielen oder zum Grang finden. Den fünften Trumpf in Kreuz, dann Pik 10 in Keller tun, sowas in der Art. Also für 33 lasse ich ihn hier nicht spielen und auch nicht für 35 für 0 Hand. Da überlegt er auch, aber dann entscheidet er sich durchzuziehen und bei 36 schließlich werfe ich dann die Flinte ins Korn. Dann hat Spieler 1 ganz offenbar noch bessere Argumente als ich und der spielt Pik Hand, wahrscheinlich mit Zweien. Und dann schauen wir mal, ob wir da was tun können. Das ist natürlich schon mal übel, dass er mein Karo Ass direkt sticht, denn in Kreuz und Herz habe ich natürlich nicht so besonders viel. So, gut, dank des Trumpf Asses, was wir hier verlieren, ist natürlich meine Pik 10 wenigstens hoch, die kann ich retten. Oh, ungewöhnlich. Mein Partner hat das Trumpf Ass gelegt, obwohl er den König noch in der Hand hat. Gut, dann machen wir 14 Augen, sonst hätten wir womöglich nur 13 gemacht. Also vertretbar, wenn auch unkonventionell gespielt. So, und wenn es jetzt noch was werden soll, dann muss es natürlich über die Beikarte gehen. Die Karo 10 müsste ich dann bei meinem Partner abladen. Deswegen spiele ich hier jetzt blank. Ich glaube, mein Partner hat das auch verstanden. Der taucht und schnippelt in Herz. Das höre ich nicht ungern, aber da seht es euch an. Der Alleinspieler kann es sich leisten, hier den letzten Trumpf leer reinzuziehen. Das kann natürlich nur bedeuten, dass er noch eine starke Beikarte hat. Und damit wird es für uns natürlich überhaupt nichts mit dem Sieg. Dann geht es jetzt nur noch darum, aus dem Schneider zu kommen. Das schaffen wir gerade so hier mit diesem letzten Herzstich. Und Herz 10 war im Stock. So. Jetzt bin ich aber dran. Das muss es doch sein. Zwei Asse, Kreuz, Buben und drei Zehner, also fünf volle in Vorhand. Das Spiel wird jetzt auf Grang gereizt. Das ist ja wohl ganz klar. Da kann ich 20 Augen drücken und erstmal kann ich jetzt bei 0 ja wohl auch mal wieder was Gutes finden, so wie früher. Herzkönig, Kreuzkönig. Also es hätte natürlich noch schlimmer kommen können. Der Herzkönig passt immerhin so ein bisschen, aber sehr viel schlechter auch nicht unbedingt. Luschen hätte ich ja hier schon eher gerne gesehen als Bilder, weil ich sowieso 20 Augen drücke und jetzt die Bilder selber in der Hand halte, die ich wahrscheinlich abgeben muss. Aber gut, 20 Augen, dann erstmal den Buben ziehen, die vollen, wenn die laufen, dann ist das Spiel im Sack und wenn nicht, dann muss ich eben über die Beikarte in Karo vielleicht nochmal wieder an den Stich kommen. So, 26, 37. Und da gibt es die ersten Gegenwehraktionen. Herz 10 wird gestochen. Spieler 2 hier unkonzentriert, hat vielleicht ein bisschen zu schnell schon vorgezogen, sonst hätte er die Herz Dame gelegt. Die hat er jetzt natürlich noch in der Hand. Und das könnte gar nicht so unwichtig sein, denn hiermit komme ich jetzt auf 41.
Herz König gezogen, da fällt die Dame dank der Kreuzdame jetzt 51 und dann brauche ich jetzt natürlich nicht mehr mit dem Zwischenzug in Karo oder Pik rumeiern, um mir noch ein Bild hochzuspielen, sondern kann direkt mit dem Kreuz Ass schon den Sack zumachen auf 62. So, war tatsächlich nicht spielentscheidend. Ich mache hier sowieso noch einen weiteren Stich, habe also einen Grand gewonnen. Jetzt 98 Punkte, eben minus 90. Mit anderen Worten, das sind jetzt, wenn ich mir dieses Spiel hier so angucke, was ich bekomme, was natürlich kein Spiel ist, dann sind das schlappe 8 Pluspunkte aus den letzten beiden Päckchen. Das ist beim Skat natürlich so, dass es Durststrecken gibt. Und wenn du so eine Durststrecken hast, dann brauchst du entweder danach wieder sehr gutes Material und ein sehr gutes Näschen, um hohe Punkte zu holen, oder du musst eben akzeptieren, dass diese Liste dann doch noch nicht der große Durchbruch ist. Dann kann man die Liste immer noch solide zu Ende spielen und hoffen, sich in einem guten mittleren Preisplatz zu platzieren, um damit das Startgeld für dieses, für das nächste und das übernächste Turnier zum Beispiel zusammenzukratzen. So, hier sehen wir jetzt einen, ja, einen etwas langweiligen Gang. War schon richtig von mir, mich hier auf dem Herz König zu verlassen. Der macht hier seinen Stich. Mein Partner hat da vielleicht ein bisschen ungünstig die Pik Lusche getaucht, sonst wären wir vielleicht rausgekommen. So natürlich ein schönes Päckchen jetzt für Spieler 1, der holt 216 Punkte, bei mir sind es die 98. Damit habe ich jetzt schon 6 Päckchen gespielt und nach 6 Päckchen jetzt 596 Punkte. Das ist im Prinzip nicht schlecht, hochgerechnet 1200, das gibt wohl einen Preisplatz, aber es reicht natürlich bei weitem nicht, um vorne die Spitzenposition anzugreifen, geschweige denn die ersten drei. Also jetzt noch 6 Päckchen Zeit, um alle Rohre zu fluten, um wieder Oberwasser zu bekommen, wenn denn die Karte ein wenig mitspielt und das tut sie bisher noch nicht. Vier Trumpf dagegen bei diesem Kreuz. Mein Partner noch das Ass, verspricht ein interessantes Spiel zu werden. Gut, Karo muss ich rauf, wenn er blank ausgespielt hat. Nee, hat er aber nicht. Und damit ist mein Voller schon mal weg. Pik Bube auch noch bei meinem Partner. Das heißt, es ist nur ein Fünftrümpfer. Trumpf hat der Alleinspieler jetzt auch nur noch zwei. Und deswegen tue ich mich jetzt natürlich auch schwer, hier mit dem Karo König raufzugehen. Das wäre schon das Bild zu viel, denke ich mir. Ich glaube, dass der Alleinspieler auch so anbeißen wird. Ja, denn er will seinen Trumpf König retten, hat auch so gestochen und spielt jetzt hier den letzten Trumpf raus. Also Kreuz Bube ist jetzt der letzte Trumpf im Spiel. Karo König hatte ich erst in der Hand, aber der rennt nicht weg, den kann ich später immer noch ziehen. Ich möchte nicht riskieren, dass mein Partner, dass der falsch wimmelt und damit vielleicht einen Stich aufgibt. Also spiele ich jetzt erstmal blank raus. Denn jetzt klärt sich die Karte auch für meinen Partner. Ich steche Herz 10, jetzt kann ich Karo König bringen. Und schnapp, Pik 10, macht den Sack zu auf 60 Augen. Also hier einmal von der Seite zugelangt. Oh, es ist nichts. Die Karte ist eingeschlafen. Oder wie würdet ihr das interpretieren? König zu dritt, König mit der 9, König mit der 9. Das ist also weiter weg von einem Spiel als die Erde vom Mond. Da kann ich dann jetzt ein bisschen die Daumen drücken, dass mein Partner was mitbringt, um es dem Spieler schwer zu machen, aber es wäre ungewöhnlich. Immerhin hat er ihn schon mal ins Handspiel getrieben und wir machen die ersten 18 Augen. Das war aber gar nicht schlecht für den Alleinspieler, damit ist seine Herz 10 hoch und sammelt den nächsten Stich ein. Wir kommen auf 28 und ich bringe Pik. Aus der langen Farbe, ganz übliche Fortsetzung, Alleinspieler das Ass, also hier ist nichts los, ich glaube nicht, dass wir groß was machen können. Besten Fall hat mein Partner noch den Herz Buben und es ist nur ein Fünftrümpfer, jetzt stehen wir bei 33, aber die Beikarte, mein Partner hat auch gar nichts, also auch der Stich geht wieder an den Alleinspieler. Oh, doch nicht, dann liegt wahrscheinlich Pik 10 drin.
Jetzt wird es vielleicht interessant. Wir stehen zwar erst bei 36, aber dadurch, dass jetzt der Spieler hier abgeschmissen hat, können wir vielleicht noch einen Überstich produzieren. Ja, 46. Und jetzt noch mein Bubenstich mit einer Schmierung. Ich glaube, ich bekomme ein Bild von Spieler 1. Das sollte also reichen. Deswegen natürlich werfe ich hier ab. Natürlich steche ich nicht. Ich brauche noch jetzt die Schmierung auf den Buben. Schnapp. Nein, ist das zu fassen. Nicht nur Pik 10 im Stock, sondern etwa auch noch Kreuz 10. Nein, Kreuz 10 ist gar nicht im Stock. Mein Partner hat geschlafen hier im 9. Stich. Er muss nur die 10 legen. Das ist natürlich ärgerlich für mich. Das wären ziemlich leichte 40 Punkte gewesen. Da sieht man dann auch, wie so ein bisschen die Zufälligkeiten reinspielen. Ja, sollte man nicht persönlich nehmen. Das kommt einfach vor. Heute profitiert der eine Spieler, morgen bist du es selber. Aber natürlich bringt dich das trotzdem ein bisschen in Wallung. Das bringt mich hier schon ein bisschen auf Betriebstemperatur. Es ist ja nicht so, dass man hier spielt wie eine Maschine. Und das bedeutet auf jeden Fall, dieses Blatt, das muss ich jetzt durchziehen. Fünf gute Karten habe ich schon. Damit werde ich jedenfalls mir kein anderes Spiel anschauen. Zumindest ziehe ich jetzt auf Grang durch. Sagen wir es mal so. Null Ouvert gucke ich mir hier nicht an. Das steht mal fest. Bei 48 könnte man noch mal ins Überlegen kommen. Und das ist natürlich schon gewagt. Ich brauche, denke ich, schon mindestens eine gute Karte noch im Skat, die sechste gute Karte und dann trotzdem noch einen etwas günstigen Verlauf, verteilte Buben zum Beispiel oder, aber es hilft nichts. Ich kann jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich muss wieder ein bisschen in die Offensive gehen, ein bisschen wieder nach vorne schauen und jetzt bin ich auch bei 46 dran. 3, 2, 1, Schnapp. Naja, eine gute dabei, wie bestellt, Pik Ass, damit kann der Grang auf jeden Fall gehen. Er muss nicht gehen. Das hängt ein bisschen von der Verteilung ab, aber er hat zumindest erstmal keine schlechten Ausgangschancen. So, Buben kommen schon mal nicht. Das ist bedauerlich. 11 Augen. Jetzt müssen wir schon ein bisschen genau zählen, wo wir hinkommen und wie wir spielen müssen. 22. Karo Dame fehlt noch. Die wird da bedient. 35. Karo König. 39 und jetzt langt es natürlich nicht, Pik Ass zu ziehen. Also selbst wenn die Pik 10 blank käme, wären es erst 60, aber darauf würde ich mich gar nicht verlassen. Jetzt muss ich versuchen, dass ich vielleicht mit dem Herz Buben hier noch einen Stich bekomme oder dass ich die Pik 10 rausschnippeln kann bei 39 liegen. Deswegen jetzt mit Kreuz vom Stich. So, 21 erstmal gern gesehen. Kreuz König ist hoch, aber jetzt zieht der Gegner hier mir den Pik Buben ab. Also Herz Bube wird hier keine nennenswerte Aktion mehr fahren, aber was ist denn das? Das war ja plötzlich eine Kombination traumhaft für mich. Ich werde mit Pik eingespielt, kann sogar schnippeln, Kreuz König und Dame sind hoch und jetzt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber wenn ich jetzt nochmal so genau durchzähle, das langt doch jetzt sogar für 91 Augen, für Schneider. Ja, da hat mein Gegner vielleicht ein bisschen zu viel gewollt, er hätte natürlich das Herz Ass noch zwischenziehen können, wo kein Bube mehr drin war, hat aber vielleicht gehofft, dass ich noch in der Herz 10 stehe und wollte das Spiel auf diese Weise gewinnen. Gut, so hat er mir den Schneider beschert, da sage ich natürlich nicht nein und das ist jetzt natürlich ein klein wenig Wiedergutmachung für die zwei Schlappenpäckchen, die da eben gelaufen sind. Jetzt stehe ich also auf 758 Punkten nach 7 Spielen. Das heißt, ja, dass es für ganz oben reicht, das ist unwahrscheinlich, aber es ist noch alles drin. Und so viel sei jetzt schon mal verraten, es kommen auch noch interessante, spannende Päckchen in dieser Liste. Deswegen mache ich jetzt hier auch wieder den Cut und sage, bleib dran, mehr gibt es dann in 2 Wochen. Dann allerdings werden wir diese Liste mal zu Ende durchexerzieren und schauen, was hinten bei rausgekommen ist. Ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bleibt am Ball, testet das Skat Masters, Link unten, wenn ihr auch mal mitspielen wollt. Und letztlich wie immer, gut Blatt.